Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Nefise. Ja, ein neues Let's Play, ein kurzes Let's Play wird es, denn das Spiel geht nicht sehr lange. Ich werde es auch durchspielen müssen, denn es speichert nicht zwischendurch. Habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Nefisi was a young orb collector. She had been walking on the path for years. That evening was one of those she found an inn to spend the night. Ja, dann wollen wir mal überall Matsch, Schneematsch, richtig. Es ist übrigens kein Horror. Sonst würde ich es nicht spielen. Ich glaube, es ist ein Rätselspiel. Aber ich muss euch einmal kurz stören, weil die Musik macht mich gerade ein bisschen irre. So. Na gut, ist jetzt nicht gerade ein bisschen besser geworden, aber egal. There was no one inside. It was a tough day, and all she wanted was a mug of ale. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne ein Bier, ein kühles Bier. Keiner da. Gut. Kann hier auch nirgendwo dran. Gucken wir mal hier hinten. Hier liegt nur eine Decke, wo ich schlafen kann. Kann ich eigentlich schneller laufen? Nein. Nö. Hier ist auch niemand. Außer so eine komische Statue. Achso, da könnte ich jetzt was trinken. Okay. Und hier könnte ich gar nichts machen. Eine Leiter gibt es hier, aber... Ja. Noch eine Stulle. And good sleep. Okay, und tief schlafen. Die gute Frau im Hintergrund sagt uns immer, was wir tun sollen. Also, jetzt geht's so mit der Lautstärke von der Musik, aber sie ist doch ein bisschen störend. Then it was morning. Nefisi didn't want to waste any time. Wo wollen wir denn hin? Hier ist immer noch keiner. Stepping outside, she smelled the fresh daylight. Ja, wunderschön. There were four statues in the area, but were they facing the right direction? Ich sehe überhaupt keine Statue. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ganz rechts oben leuchtet was. Seht ihr das? Da muss ich jetzt hin. Sieht mich magisch an. Was ist das? Ist eine Glocke und da liegt ein Wolf. Schönen guten Tag, Licht. Huch! Was war das denn da? 1 von 10. Da hängt was im Baum. Mal hier so umgucken. Ja, ich gehe einfach mal direkt zu dem Wolf hin. Das ist so die, boah,
der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich durch den Wald laufe. Direkt zum Wolf gehen und wach machen und streicheln. Schönen guten Tag. Lass mich gucken, wie süß du bist. Oh, ist der süß. Oh mein Gott. There, a cutie was lying. It seemed there was something down where she was lying at. Nafisi had to make the puppy move away to see what's there. Maybe it had something to do with the bell. Das ist ein Welpe? Verarscht mich doch, wenn das ein Welpe ist. Wie groß ist denn dann die Mama? Ach, du bist so süß. Oh mein Gott, ist sie süß. Guck mal. Oh, knuddelululul. Gut, ich denke mal mit Glocke. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Okay, gut. Ach, hier ist gar nichts. Hier ist nur so ein dummer Baum. Ich hoffe, ihr könnt die Frau auch reden hören. Obwohl die Musik so laut ist. Ja. Haben wir denn hier sowas wie eine Karte? Wäre ja mal ganz nice, ne? Ah, hier ist doch was. Guck mal. She had to rotate that one until she'd hear the pigeon. And after that, she had to rotate it 11 times more. Okay, drehen, bis wir eine Taube hören und danach noch 11 Mal. So, jetzt noch 11 Mal, da war gerade die Taube. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, habe ich getan. Ich gehe jetzt auch mal hier weiter, weil ich meine nämlich gesehen zu haben, dass hier vorne auch noch eine stand. Oh, die Musik, ey. Die dröhnt so in die Ohren die ganze Zeit. Da unten ist nichts. So, da war das mit dem Wolf. Hier müsste doch auch noch irgendwo... Da ist noch eine Statue. One of the statues had to face against the wind. Gegen den Wind schauen. Von wo kommt denn der Wind? Der Wind kommt von da, ne? Warte mal. Ah, da. Guck mal. Da oben, daran können wir das sehen. One of the statues had to face against the wind. So, die guckt jetzt gegen den Wind. Ich denke mal, jetzt müssen wir auf die andere Seite rüber. Wie ich ja schon sagte, sehr kurzes Spiel, ne? Könnte sein, dass wir jetzt nur die Statuen umdrehen müssen. Dann die Glocken läuten. Der Wolf steht auf. Frisst uns und wir sind tot. Nein, der Wolf steht auf und, oh, noch ein Kügelchen. Und wir finden dann, was wir ja, haben wollten. Was wir gesucht haben. Jetzt erstmal hier lang. Oh, ich liebe ja dieses Geräusch, das der Schnee macht, wenn man da drauf tritt, ne? Oh, ich finde das so geil, dieses Knatschen. Mm. Mal schön umgucken.
Da ist noch eine Statue. Ich habe sie schon gesehen. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Was? Diese Statue hasst die Kameradin, die nicht zur Herberge ging? Wie soll ich denn das verstehen? Irgendwo ein Zeichen? Ich verstehe es nicht. Die nicht zur Herberge ging. Keine Ahnung. Ich sammle jetzt mal hier die Lichtkugel auf. Und suche erstmal die andere Statue. Vielleicht müssen wir auch erstmal die umdrehen, um zu wissen, welche Statue wir... Also in welche Richtung wir sie drehen müssen. Hä? Oh mein Gott, die andere Statue fehlt. There was no statue on that platform. Maybe it was waiting to be found somewhere near. Ja, ich meine, ich habe sie auch schon gesehen. Nämlich da unten. Hasste die Statue, die nicht zur Herberge ging. Könnte sie sein, müsste sie dann auf sie zeigen. Okay, ich hab sie. Sie ist äußerst schwer. Wo ist denn die? Ach, da ist die Plattform. Ich hab sie schon. That fellow was not going to the inn. Sie gingen nicht zur Herberge. So. Jetzt drehe ich die andere in ihre Richtung. Vielleicht war es das dann. Also bei den beiden hier weiß ich jetzt nicht ganz genau zu 100%, ob es sicher ist. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Warte mal, wenn sie sie hasste. Ja, aber damit kann ich nichts anfangen. Hasste, könnte das vielleicht sein, dass sie sich weggedreht hat von ihr? So. Könnte das so stimmen? Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit diesen Texten. Also sie ging nicht zur Herberge und sie hasste sie, weil sie nicht zur Herberge ging. Einfach mal hier querfeld ein. Was auch schon unser Wölfchen. Ach, du bist immer noch so süß. Mein Gott, bist du Zucker. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Ich wusste es, dass wir es nicht richtig hatten. Ja. So, dann drehe ich sie jetzt in diese Richtung. Dass sie ihre Freundin anguckt, die sie ja hasste. Probieren wir es mal so. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Ich versuche es jetzt nochmal so. Ich
kann leider auch nicht schneller laufen. So, die eine ging nicht zur Herberge. Hochala. Die andere hasste sie. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Ja, was kann's denn noch sein? Ich versteh's nicht. Hier kann man ja jetzt eigentlich nur durch die Gegend raten. Also hier jetzt zum Ende hin. Vielleicht mit so einer ablehnenden Haltung? That statue hated the fellow who was not going to the inn. Vielleicht so? Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Latsche ich jetzt nochmal da hoch, höre die Melodie zum 20. Mal. Und ansonsten muss ich mal bei der anderen mal umdrehen. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Ach Mann. Okay, dann gehe ich jetzt da hinten nochmal hin. Ja, sie ging nicht zur Herberge. Ja, sie ging nicht zur Herberge. Was soll ich damit anfangen? That fellow was not going to the inn. So, vielleicht. Ich sehe da gerade ein Lichtlein leuchten. Das ist auch noch eins. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Es war klar, dass ich da nie hochkomme. Okay, gut. Müsste jetzt 5 von diesen Dingern haben. There, a cutie was lying. It seemed there was something down where she was lying at. Nafisi had to make the puppy move away to see what's there. Maybe it had something to do with the bell. Ich wollte ja gerade, aber du hast mich ja nicht dahin gelassen zu den Glocken. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Ach, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. That fellow was not going to the inn. So, ich versuch's jetzt noch mal so. Weil ich versteh's nicht. Die eine habe ich jetzt umgedreht. Ach mein Gott. Ich dachte gerade, da würde ein Hase liegen.
mich aber geirrt. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Ach, das gibt's doch nicht. Lass mich mal überlegen. Die habe ich jetzt in alle Himmelsrichtungen gedreht, während ich die... Ich muss die jetzt erstmal in alle Himmelsrichtungen drehen. Vielleicht... Warte mal. Ich beide schon so rum, ne? Vielleicht da so rum? That fellow was not going to the inn. Da. Das wäre aber die Richtung der Herberge, also kann das ja wieder nicht stimmen. Ich lasse es jetzt mal so und gehe jetzt erstmal wieder zum Wolf. Komme ich wieder nie hoch? Es nervt mich gerade. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. So, ich probiere jetzt noch ein paar Sachen aus und dann weiß ich gar nicht mehr, ey. Sie folgt, die ging zur Herberge, sie ging nicht zur Herberge, sie... Pass auf. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Sie guckt zur Herberge. Und sie, also ich habe noch zwei Sachen, wo ich meine, das könnte es jetzt sein, aber ich weiß nicht. Sie guckt zur Herberge und sie... Genau da, wo sie jetzt sein soll. Mal schauen. The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Warte mal, ich habe eine Idee. Könnte es vielleicht sein, dass man gar nicht die... dass man vielleicht die Blicke der Statuen meint? Also vielleicht die Augen, wo die hingucken, meine ich? Und nicht so, wo... Dann müsste... Sie, Herberge? Ich muss mal eben kurz gucken. That statue hated the fellow who was not going to the inn. Drehen wir dich mal. Doch, du gingst zur Herberge. Der Blick geht zur Herberge, also auf die Straße zur Herberge. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie die Straße nehmen. Und, ja. Keine Ahnung.
that fellow was not going to the inn. Du kannst da stehen bleiben, weil du gingst nämlich nicht zur Herberge. Aber ich glaube, ich habe dann bei den anderen was falsch gemacht. Weil die Perle, die ich jetzt gegen den Wind gerichtet habe, die steht ja gegen den Wind, aber sie guckt nicht gegen den Wind. Das könnte sein. So, wo sind denn hier die ganzen... Wo war die auf dem Baum? Das war die mit der Taube. Oder ist das die mit dem Wind? Nein. Das war die mit der Taube. Sie ist nämlich zum Wind gerichtet. One of the statues had to face against the wind. Sollte gegen den Wind schauen. Das wäre so. So schaut sie gegen den Wind. Okay, jetzt gehen wir nochmal zum Wolf. Wenn das jetzt richtig ist, ne? The bell would ring only if the four statues were looking at the right directions. Das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Ich gehe jetzt noch mal zu der anderen da hinten hin. Da ist sie. Kannst du jetzt nur noch an der liegen, ey. Bei der bin ich mir nicht ganz so sicher, welche Richtung sie genommen hat, wenn sie nicht zur Herberge gegangen ist. That fellow was not going to the inn. So, jetzt geht's weg von der Straße zur Herberge. Okay, jetzt wird einem gerade ein bisschen schwindelig. Oh, du bist so... Oh mein Gott, der ist so putzig. Gott, ist sehr süß. Oh. Hallo. Oh nein, warte, 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 du bist so süß. Oh, warte, ich wollte deine Augen. Warte, warte, warte. Ich wollte die Augen sehen vom Wolf. War wohl keine gute Idee. She jumped down the hole. Okay. Oh. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Into the water she dived. The silver caves made her even more curious. Silberhöhle, ich verstehe. Flashbacks zu The Descent. Oh, Licht.
Schwimmen, ehrlich? Och, mein Hund hat sich umgedreht. Ich habe mich gerade erschrocken, ey. Es hört sich immer an, als wenn hier einer hinter mir stehen würde. Räumt hier wieder seinen ganzen Platz um. Okay, dann muss ich jetzt hier doch irgendwie hoch. Ach so. Ach so, so geht das, okay. Das war gerade ein bisschen komisch. Ich sehe ein bisschen verschwommen. Ein bisschen milchig. Müsste jetzt 7 Lichtkugeln haben. Andauernd immer was mit Lichtkugeln in einem Spiel. Langsam. Oh, da steht einer. What was that thing? A spirit or an angel? Mir fehlen 2. Scheiße, jetzt kommen wir nie weiter. As Nefisi touched the entity, it suddenly died. Was? A mug of ale was waiting for her to take a sip. Er starb? Yes. Getting drunk was too easy for Nefisi. Was? Ernsthaft? Jetzt? Oh nein. Scheiße. Okay. Mega geil gerade. Oh Gott. Wir haben nur gesoffen. Okay, meine Lieben. Das war's mit Nefisi. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.